Es war das Jahr 48 vor Christus, als eine Armee von Julius Caesar gegen eine Armee unter dem Kommando von Pompeius Magnus in einer entscheidenden Schlacht zusammenstieß. Pompeius Magnus, auch bekannt als Pompey, hatte bereits eine lange militärische Karriere hinter sich und galt als einer der mächtigsten Männer Roms. Julius Caesar dagegen war ein aufstrebender politischer Führer, der sich durch seine militärischen Siege im Gallischen Krieg einen Namen gemacht hatte. Die beiden Männer standen auf entgegengesetzten Seiten des politischen Spektrums und hatten sich zu Feinden gemacht. Als Caesar nach dem Ende des Gallischen Krieges nach Rom zurückkehrte, erhob Pompey Vorwürfe gegen ihn und forderte seine Verhaftung. Stattdessen entschied sich Caesar für einen Krieg. Die Schlacht von Pharsalos fand auf einem Schlachtfeld in Thessalien statt und war eine entscheidende Konfrontation zwischen den beiden Armeen. Caesar kommandierte eine kleinere Armee, aber er hatte eine engere Formation und eine bessere Taktik. In einem erbitterten Kampf schlug Caesar schließlich Pompeys Armee und sicherte sich damit die Kontrolle über Rom. Diese Schlacht hatte weitreichende Auswirkungen auf die politische Landschaft und war Beginn des Römischen Kaiserreichs.